Der geheime Brief von Albert Einstein über die größte Macht im Universum. Und was ich dir nun enthüllen werde, um es der Menschheit mitzuteilen, wird ebenso auf Missverständnisse und Vorurteile in der Welt stoßen. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Der geheime Brief von Albert Einstein über die größte Macht im Universum. Miese Recherche, meine lieben Freunde, wir gehen rein. Wir lassen uns nicht lumpen. Daumen nach oben, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren. Peter geht los, Digi. Und los. Die größte Macht im Universum. Ja. Ist es die Zerstörung? Könnte man in Anbetracht der Krisenzeiten vermeintlich denken. Ja. Es ist aber nicht. Es ist... etwas anderes. Etwas anderes? Ja. Die größte Macht im Universum. Schreibt's rein, Chat. Was sagt ihr? Was ist die größte Macht im Universum? Also ich weiß schon, was er sagt dazu. Deswegen sage ich jetzt erstmal nichts, aber ich will, dass ihr was dazu sagt. 10 Bits, Cousin, ich küsse dein Herz. Liebe geht raus. Liebe, Liebe. Fühl ich? Fühl ich? Ja. Und dieses andere möchtest du uns näher bringen? Sehr gerne. Ja, bitte doch. Ja. Hau rein, Junge, ich bin gespannt. Reik, Liebe geht raus an Reik. Ich würde zum Einstieg ins Thema gerne ein... Übrigens habe ich auch einen Talk gemacht mit Reik und deswegen werde ich den jetzt unten in der Beschreibung verlinken. Check den aus, der hat mehr Klicks verdient. Sehr interessantes Gespräch geworden. Ich glaube, ich lade auch noch mal ein paar Highlights hier auf unserem Kanal hoch von den ganzen Talks, die ich gemacht habe in letzter Zeit. Und dann wird es auch mal wieder Zeit für einen nächsten Talk, würde ich sagen. Vorlesen von Albert Einstein. Und zwar einen Brief, den er an seine Tochter geschrieben hat. Den ganzen? Nein, nur ein Auszug davon. Okay. TikTok-Brain, Digga. Was, den ganzen? Nein, ich habe keine Zeit. Krass, Albert Einstein, Brief an seine Tochter. Wild. Und weil in diesem kurzen Ausschnitt kommt genau das zum Ausdruck, worum es heute gehen soll. Okay. Als ich die Relativitätstheorie vorstellte, haben mich nur sehr wenige Menschen verstanden. Und was ich dir nun enthüllen werde, um es der Menschheit mitzuteilen, wird ebenso auf Missverständnisse und Vorurteile in der Welt stoßen. Lebt die noch, Digga? Albert Einstein Tochter? Liesel. Liesel. Die Liesel. Liesel Einstein. 1902 ist die gestorben. Man hat einen Einstein gelebt. Shit, Alter, was sage ich hier? Lebt die noch? Sorry. Mal wieder voll. 86 entdeckten Briefe Einsteins in seine Freundin, späte Ehefrau Maritsch, in denen das Kind erwähnt und als Liesel bezeichnet wird. Geboren 1902. Verstorben September 1903? Hä? Über das Schicksal des Kindes ist nichts bekannt. Entweder es erkrankte und starb 1903 oder wurde zur Adoption freigegeben. Ach krass. Das Kind ist auf jeden Fall 1902 geboren. Nie gesehen. Einzige Tochter hat Einstein jedoch, soweit bekannt ist, nie gesehen. Warum hat er denn einen Brief geschrieben? Ins Universum rein oder was? Das ist jetzt wild, Digga. Da könnte man jetzt auch mal die eine oder andere Verschwörungstheorie aufstellen, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Krass. Ich bitte dich, meine Briefe so lange wie nötig zu beschützen, bis die Gesellschaft fortgeschritten genug ist, um das, was ich dir als nächstes erklären werde, zu akzeptieren. Es gibt eine extrem mächtige Kraft, für die die Wissenschaft bis jetzt keine formelle Erklärung gefunden hat. Es ist eine Kraft, die alle anderen beinhaltet und regelt, und die sich hinter jedem im Universum wirkenden Phänomen verbirgt und noch nicht von uns identifiziert wurde. Diese universelle Kraft ist die Liebe. Liebe den Mann, Alter, wir sind da. Lovelock ist drin. Love. An jeden Einzelnen von euch, ich liebe euch. Als die Wissenschaftler nach einer einheitlichen Theorie des Universums suchten, vergaßen sie die unsichtbare und mächtigste aller Kräfte. Liebe ist...
So einige Menschen haben das heutzutage leider vergessen, Digga. Wenn wir alle wieder mehr in die Liebe reinkommen würden, würde sich alles so schnell in eine positive Richtung verändern. Das ist wild. Aber das Einzige, was wir tun können, ist in unsere eigene Liebe reinzukommen und die Liebe zu verbreiten und somit andere anstecken. Und dann wird das mehr werden. Liebe gewinnt immer am Ende des Tages. Liebe ist immer stärker als jeder Hass, jede negative Energie, als alles. Liebe besiegt alles am Ende, weißt du? Deswegen liebt. Ich liebe euch. Licht, das diejenigen, die sie geben und empfangen, erleuchtet. Liebe ist Schwerkraft, weil sie einige Menschen dazu bringt, sich zu anderen hingezogen zu fühlen. Liebe ist Macht, weil sie das Beste, was wir haben, vermehrt und nicht zulässt, dass die Menschheit durch ihren blinden Egoismus ausgelöscht wird. Die Liebe entfaltet und offenbart. Durch die Liebe lebt und stirbt man. Liebe ist Gott und Gott ist die Liebe. Amen. Nochmal 100, bester Mann. Diese Kraft erklärt alles und gibt dem Leben einen Sinn. Dies ist die Variable, die wir zu lange ignoriert haben. Vielleicht nach dem Scheitern der Menschheit in der Nutzung und Kontrolle der anderen Kräfte des Universums, die sich gegen uns gewendet haben, ist es unerlässlich, dass wir uns von einer anderen Art von Energie ernähren. Wenn wir wollen, dass unsere Art überleben soll, wenn wir einen Sinn im Leben finden wollen, wenn wir die Welt und alle fühlenden Wesen, die sie bewohnen, retten wollen, ist die Liebe die einzige und die... Einer sagt gerade, der eine hat gesagt, auf Hass mit Liebe antworten. Dann sagt der Albert, auf Hass sollte mit Gerechtigkeit geantwortet werden. Das liegt aber nicht in deiner Macht, mein Jutster. So. Es liegt nicht in deiner Macht, mein Jutster. Du kannst nicht, wenn jetzt zum Beispiel dir ein Mensch begegnet, der hassend ist oder viel Hass in sich trägt oder auch Hass auf dich projiziert, du kannst den ja nicht verändern. So. Auch wenn du denkst, dass du vielleicht mit Gewalt oder mit irgendwas den dann verändern kannst, aber so löst du nur noch mehr Hass in ihm aus wahrscheinlich und in dir auch. Deswegen ist schon die beste Antwort Liebe. Solange du in deiner Liebe bleibst, ist alles gut. Und so kannst du sogar andere viel mehr beeinflussen, als wenn du mit Hass auf Hass reagierst oder mit Gerechtigkeit, wie du es gerade nennst. So. Jesus ist zum Beispiel auch allem mit Liebe begegnet und hat so es geschafft, hassende Menschen zu liebenden Menschen zu machen. Und nicht, indem er sie bestraft hat oder zurückgehasst hat. Beste Antwort. Vielleicht sind wir noch nicht bereit, eine Liebesbombe zu bauen. Das wäre wild auf jeden Fall. Lass mal bauen, Digga, Love Stream. Love Bomb, Digga, Visio. Da wird eine Liebesbombe abgeworfen, Digga, aber so eine, die ganze Welt übernimmt. Ein Artefakt, das mächtig genug ist, all den Hass, die Selbstsucht und Gier, die den Planeten plagen, zu zerstören. Allerdings trägt jeder Einzelne in sich einen kleinen, aber kraftvollen Liebesgenerator, dessen Energie darauf wartet, befreit zu werden. Geil. Schön, dich zu sehen, Leon. Feier deinen Content. Liebe geht raus. Attila? Gang. Wenn wir es lernen, diese universelle Energie zu geben und zu empfangen, werden wir herausfinden, dass die Liebe alles überwindet, alles transzendiert und alles kann. Denn die Liebe ist die Quintessenz des Lebens. Boom. Albert Einstein. Das Amen des Universums. Würde nur Wallis sagen. Ja, also das hat Albert Einstein... Traut man ihm gar nicht zu. Tja. I like that. Dinge, die auch nicht richtig berichtet werden, so, ne? Albert Einsteins Finden auch zu Liebe und zum Glauben auch am Ende, weißt du? Das interessiert auch niemanden. Alle wollen immer nur die Formeln und die Relativitätstheorie und diese ganzen Sachen... Weißt du, davon reden, aber diese wirklich, also wenn du dir teilweise Zitate von dem reinziehst, dann merkst du auch, der war ein heftiger Philosoph, weißt du? Also, und der hat sich Gedanken übers Leben, übers Menschsein, übers Lieben, über wie können wir miteinander leben. Also war auch einfach ein Querdenker. Also, jemand, der gesucht hat nach einer Lösung, wie wir miteinander in Harmonie leben können, eigentlich. Der Albert, der Jutzte. Der Albert am Facts spitten. So. Ja. Ja, sehr spannend, wenn er da so sagt, ne, die Wissenschaftler gucken nach allen möglichen Kräften und die geheimnisvollste.
Mächtigste. Die klammern sie aus. Ja. Die geheimnisvollste, die unmanipulierbare. Also Menschen haben teilweise Angst vor Liebe heutzutage, aber es liegt auch daran, weil die eventuell vielleicht nicht genug Liebe bekommen haben oder sich selbst nicht richtig lieben. So. Auch Umgang mit Liebe, davor haben viele Angst, Digga. Viele haben Hemmungen, einem anderen Menschen zu sagen, ich liebe dich. Einfach so zu sagen. Einfach sagen, ich liebe dich. So. Das fällt vielen Leuten schon schwer, überhaupt einem Menschen zu sagen, dass er ihn liebt. So. Ich schließe mich da nicht aus, aber ich bin immer mehr dahin gekommen. Ich bin immer mehr zurück in mein Herz reingekommen und immer mehr. Weißt du, ich habe dann irgendwann auf YouTube einfach angefangen, mein Kameramann, I love you, man, und so dieses Liebesding voll weit einfach immer rumzuschmeißen, so, weil das ist das Beste, was du machen kannst, Digga, jemandem zu sagen, dass du ihn liebst. Geil. So. Und man kann eigentlich alles lieben und jeden. Sie ist nicht zu beherrschen, hat er ja so gesagt. Und vielleicht ist es das, dass diese Aussichtslosigkeit, ja, des Phänomen Liebe oder diese unglaubliche Kraft. Ja. Wenn du, guck mal, Albert, wenn du auf Hass mit Hass antwortest, läuft der Teufelskreis weiter. Von Gewalt habe ich nichts geschrieben. Gerechtigkeit kann zum Beispiel bedeuten, dem anderen die Wahrheit über ihn zu sagen, die er nicht wissen will. Aber wenn du auf etwas, das jemand aus Hass tut, direkt mit Liebe antwortest, bist du ungerecht zu dir selbst oder nicht? Wenn du ungerecht zu dir selbst bist, liebst du dich dann selbst? Fragezeichen. Albert, du hast eigentlich selber in deinem Satz gerade geschrieben, dass du auf Hass mit Liebe reagierst. Weil wenn du einem Menschen die Wahrheit sagst und ihm einen Spiegel vorhältst und ihm sagst, wer er ist und was er auslöst und was er tut gerade, dann machst du das, weil du ihn liebst. Einen Menschen, den du nicht liebst, würdest du das nicht sagen wollen. Wenn ich einen Freund habe oder jemanden in meinem Umfeld habe, den ich wirklich liebe, dann kriegt er von mir die hundertprozentige Breitseite, also alles komplett, ohne Verschön, ohne Verblühen, ohne irgendwie das alles schön zu reden, so, weißt du? Und das ist runtergebrochen Liebe, Bro, meiner Meinung nach, weißt du? Weil jemanden, den du nicht liebst, der dich nicht juckt, warum willst du dem überhaupt irgendwas sagen, weißt du? Also es ist eigentlich genau das, was du sagst, das ist ja das. Wenn du dich selbst liebst und in deiner Liebe drin bist, dann reagierst du, wenn jemand dir mit Hass begegnet oder dir irgendwas antut oder was auch immer, dann reagierst du nicht mit Hass, sondern du bleibst in deiner Liebe drin und sprichst einfach nur Wahrheit. Und Wahrheit ist Liebe. Wahrheit ist Gott. Liebe ist Gott. Gott ist Wahrheit. Das gehört alles zusammen. Weißt du, wie ich meine? Die wunderglaubliche Kraft, dass man die nicht beherrscht. Das Ego kann sie nicht beherrschen. Das der Ego Wille des Egos kann sie nicht beherrschen. Ja, stimme ich zu. Wir reden vom Gleichen mit anderen Wörtern. Und das ist halt das Phänomen von Wörtern, weißt du? So. Manchmal meint man die gleiche Sache, aber spricht sie anders oder schreibt sie anders aus, sodass dann das Gegenüber das vielleicht nicht mehr versteht. Aber die Frequenz, glaube ich, die wir beide reden, ist die gleiche. Ja, schon darum geht es. Und deswegen wird sie links liegen lassen. Ja, also Thea de Chardin sagte damals, er scheut sich nicht, jene Kraft. Dieses Video ist kurz vor seinem Tod entstanden. Kann das hier jemand erkennen, sehen? Fragezeichen. Kurz vor welchem Tod? Von dem Moderator hier, oder was? Ich wollte gerade sagen, der sieht, ich schwöre auf alles, was mir heilig ist. Ich wollte es nicht sagen, weil ich ihm nicht zu nahe treten wollte, aber ich wollte aussprechen, kurz Stopp machen und sagen, der sieht irgendwie voll mitgenommen aus. Ich schwöre auf mein Herz tut gerade ein bisschen weh sogar. Ich wollte sagen, ey, irgendwie sieht der voll so am Ende aus, in Anführungszeichen. Scheiße, der ist leider an Knochenkrebs gestorben. Das ist voll traurig gerade. Krass. Die Atome zusammenhält, bereits Liebe zu nennen. Ja, die Bindungskräfte, genau, zwischen den Atomen, Molekülen. Ja. Ganz genau. Rest in peace, Digi. Ganz genau. Genau. Krass, Bruder. Hab mich gerade ein bisschen mitgenommen auch.
Crazy, Bro. Naja, dann rest in peace auf jeden Fall und starkes Video. Schreibt mal eure Gedanken zum Liebesthema in die Kommentare rein. Ich vermisse Götz in Wittneben. Heißt der Wittneben? Liebe an Götz auch. Und an euch. Eure Gedanken in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out.